Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Feyenoordstadion von Rotterdam. Sie sind nun direkt dabei beim 14. Fußball-Europacup-Finale der Pokalsieger zwischen dem AC Milan und dem 1. FC Magdeburg. Ich habe heute in einer holländischen Zeitung gelesen, ein Finale, das eigentlich keiner wollte. Auf der einen Seite konnten aus der DDR fast keine Schlachtenbummler hier nach Rotterdam reisen. Es sind nur etwa 300 hier. Und auf der anderen Seite hält man in Holland nicht sehr viel vom italienischen Fußball, nachdem im Feyenoordstadion nur etwa 6.000 Leute sind bisher hier. Der erste FC Magdeburg, der einfach nichts zu verlieren hat hier. Erstmals gelang es einer DDR-Mannschaft, in ein Europapokale vorzustoßen. Hier haben sie die Aufstellungen durchnummeriert. Das heißt, es sind keine Nummern vorhanden, aber so spielen sie von 1 bis 11. Der erste FC Magdeburg mit Schulze im Tor, mit Enge, Zapf, Abraham und Gaube in der Viererabwehr, mit Seguin, Pomerenke und Tüll im Mittelfeld, mit den Sturmspitzen Raugust, Sparwasser und Hoffmann. Ob die Ostdeutschen allerdings wirklich mit drei echten Spitzen spielen werden, das wird sich ja in den nächsten Minuten herausstellen. Jetzt geht's los. Abstoß der Italiener. Ein Foul war das. Freistoß für den 1. FC Magdeburg. Tüll. Zapf. Gaube, der Nummer 4. Und geschossen hat Tüll. Enge und Deuter Schulz. Schulz ist Torhüter Nummer 4 in der DDR. Bigon und Torhüter Schulze. Maldera. Mitgekommen Sabadini. Bergamaschi. Maldera. Ja. Schön geschossen von Tretoldi. Ebenso schön von Schulze. Dann rufen die italienischen Schlachtenbummel immer wieder. Ihn setzen sie am meisten. Für Pomerenke wieder Seguin. Nicht ungefährlich, Sparwasser. Hoffmann. Eigentor, 1:0 für Magdeburg. Hier haben wir die Wiederholung, Raugust. Ja, das ist Pech für die Italiener. Eigentor durch Lanzi. Das ist natürlich Pech. Die Flanke kam von Raugust. Und Lanzi, der wegschießen wollte oder zurückspielen wollte, zu seinem Keeper, zu Pizzaballa,
hat den Ball so unglücklich getroffen. 0 zu 1, also 1 zu 0 für den ersten FC Magdeburg. In der 41. Minute. Sehr ernst genommen, wird wissenschaftlich betrieben. Denken Sie nur an verschiedene Sportarten, wie etwa den nordischen Skilauf oder das Turnen oder das Rodeln. Wie stark die Ostdeutschen in den letzten Jahren geworden sind und sie werden auch im Fußball von Jahr zu Jahr stärker. Natürlich kein Foul, Hoffmann hat sich selbst hinfallen lassen. Sparwasser. Na, das war Glück. Unsicherheit jetzt in der italienischen Verteidigung. Der erste FC Magdeburg führt nach 45 Minuten. Hier haben sie den Unglücksraben Lanzi, der Nummer 4. Er hat dieses Eigentor geschossen. Der erste FC Magdeburg führt also gegen den AC Milan durch dieses Eigentor von der Lanzi in der 41. Minute mit 1 zu 0. Im Pokalsieger-Endspiel zwischen dem AC Milan und dem 1. FC Magdeburg beginnt in diesem Augenblick. Schiedsrichter Ari van Gemert aus Holland hat die Begegnung freigegeben. Jetzt in den zweiten 45 Minuten die Holländer, die Ostdeutschen natürlich, von rechts nach links auf ihrem Bildschirm mit den hellen Leibchen, mit den Längsstreifen auf dem Jersey. Die Italiener von links nach rechts, weiße Hosen, weinrote Jersey. Hoffmann. Und fast wieder ein Eigentor. Achtung! Sparwasser! Ja. Glück für die Italiener. Dann haben sie die Wiederholung. Unglaubliche Szene vor dem italienischen Gehäuse. Lanzi putzt dann aus. War ein Foul von Belletti. Rivera und von Abraham war es. Ja, Abraham mit dem Kopf zur Ecke. Hier haben sie Rivera, die Flanke. Hier haben sie den Kopfball von Rivera und Abraham, ja. Beim Keeper ist eine Flasche, glaube ich, ins Feld gefallen. Ja, hier haben sie es genau gesehen. Dürften natürlich die italienischen Schlachtenbummler gewesen sein. Aber Gott sei Dank ist im Torhüter nichts passiert und ich hoffe nur, dass so etwas nicht wieder, ich sehe schon, das können Sie jetzt nicht sehen, wieder eine Flasche hineinfliegen. Und der Torhüter trägt sie auch hinaus. Ja, hoffentlich kommt es da beim Gehäuse der Ostdeutschen nicht zu irgendwelchen unschönen Szenen. Die offizielle Zuschauerzahl wurde jetzt wieder berichtigt. Nur mehr 5000 Besucher wird angegeben. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber Sparwasser ist zu kurz gewesen. Noch einmal! 2 zu 0! Wir sehen es gleich noch einmal. Ich glaube, ich sehe Kuhin. Schöner Haken. Und ins lange Eck. Pizzaballer, nicht gut postiert. Der italienische Torhüter. Ich glaube, Seguin war der Torschütze.
glaube, die Entscheidung ist gefallen. Ein Kollege fragt eben, ja, Seguin war der Torschütze. Außennetz. Ja, jetzt schießen sie aus allen Rohren, die Ostdeutschen. Ausgezeichneter Mann, dieser DDR-Keeper. Maldera hat geschossen. Hier haben Sie schon die Fotografen, die sich aufbauen vor der Betreuerbank der Ostdeutschen. Und der erfolgreiche Trainer heißt Heinz Krügel, ist 53 Jahre alt, betreut schon 8 Jahre die ostdeutsche Mannschaft. Jetzt Schulze, geflankt hat Maldera. Der Höhepunkt seiner Aufbauarbeit, zweifellos dieses Finale. ...91 Minuten sind gespielt. Und jetzt ist das Ende da. Jawohl! Jubel bei den Ostdeutschen. Grenzenlose Enttäuschung bei den Italienern, die als die Favoriten hier nach Rotterdam gekommen waren. Dem Spielverlauf nach verdient. Der erste FC Magdeburg wird als erste Mannschaft aus der DDR Fußball-Europacup-Sieger, der Pokalsieger. Nochmals die Torschützen in der 41. Minute Lanzi, Eigentor der Italiener, und dann in der 74. Minute Seguin zum 0-2. Dauert noch etwas. Hier eine italienische Farbe, die wurde angezündet. So enttäuscht sind die Anhänger. Hier die siegreiche Elf des ersten FC Magdeburg, der damit als Pokalverteidiger auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein wird, also zwei ostdeutsche Mannschaften im kommenden Jahr dabei. Alles gegeben. Und sie hat die Italiener zweifellos verdient in die Schranken gewiesen. Ich weiß nicht, ob wir die Überreichung des Pokales jetzt noch sehen werden. Jetzt kommen die Helden aus Magdeburg zur Ehrenloge und jetzt überreicht Dr. Franki den Pokal. Der Europapokal, der Pokalsieger, ist in den Händen der Ostdeutschen. Enttäuschend die Kulisse, nur 5000 Besucher. Kein großes Endspiel, aber zweifellos ein verdienter Sieger. Liebe Fußballfreunde in Österreich, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Ich verabschiede mich aus dem Feyenoordstadion von Rotterdam. Auf Wiederhören und guten Abend.